So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Modern mit Robin, Staffel 3, Folge 235, sind wir schon angelangt und es geht weiter mit, ja, mit dem Königreich der Mitte, ja, was hier alles fast besetzt hat, ja. Ja, eigentlich ja, wirklich fast alles und ich muss mal ganz kurz gucken, was wir mit Truppen haben, wir sind voll und wir müssen uns noch Elite-Truppchen machen und dann kann der Spaß auch schon losgehen, ne? Der Plan war ja irgendwie die ganzen Pussys hier. Oh, war schon ein Feldzug, nice. Was für Pussys, ne? Ich wollte nicht Pussys sagen, die ganzen Grünen zu vernichten. Was ja eigentlich kein Problem sein sollte, denn die haben nur noch drei Burgen und das sollten wir auch irgendwann. Oh. Müssen wir da etwa. Hä? Oh, er hat ihn schon zerstört. Ungünstig, da wollte ich eigentlich helfen. Und es wäre jetzt relativ dumm, gegen den König zu kämpfen. Mit einem Noob-Trupp, aber wir machen es einfach. Und ich hätte schwören können, nein, wir würden im Schnee kämpfen, aber gut, dann halt nicht. Finde ich besser so, perfekte Landschaft. Gefällt mir. Und ja, ich würde mal sagen, der dümmste Start, den man je machen kann. Aber gut. Warum nicht, ey? Warum nicht? Dann ballern wir mal ein paar Tote rein. Kein Problem. Können wir gleich wieder neue 40 Leute rekrutieren. Aber, naja, mal schauen. Vielleicht. Na, kommt mal rum, ihr blöden Armbrustschützen und so. Ui, die schießen zurück. Nicht so geil. Ich glaube, da müssen wir gleich mal mit unseren, Reitern reinrennen und die wegmachen. Weil das zurück. Okay, das ist eigentlich gut, dass sie zurückschießen. Das heißt. Das heißt ja, dass die selber keine Schilde draußen haben. Das ist relativ gut. Dann können wir die ja selber weg. Alter, die haben nur Armbrustschütze, fällt mir gerade auf. Oh, dann opfern wir erstmal die Reiter, ja. Können ja sowieso die Hälfte nicht sterben, die werden wir sowieso behalten. Reiter können ja ein bisschen ablenken. Infanterie kann ja erstmal zuschauen. Und die Armbrustschützen und Bogenschützen machen dann den Rest hier. Für die erste Wave. Oh, setzt er schon zum Angriff? Ich glaube schon. Kann die Infanterie auch mal angreifen. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Unterstützung sollten ja sowieso auch gleich alle bekommen. Oder was heißt, die Gegner sollten gleich Unterstützung bekommen. Weil deren Trupp ist schon relativ low. So viele Leute haben die auch wieder nicht mehr. Und da ist der König höchstpersönlich. Der, muss ich ernsthaft sagen, tapfer versucht, sein altes Reich zurückzuerobern. Ja, also der kämpft. Tapfer. Er gibt nicht auf. Das respektiere ich aber trotzdem. Er hat keine Chance, ja. Was ich noch mehr respektieren würde, oder doch? Was ich noch mehr respektieren würde, wenn er kommen würde und sagen würde, ja komm, ich kämpfe dich. Du hast dir verdient. Oh, jetzt kommen alle Mann mir nach, ne? Oh, ich wollte nicht, dass alle Mann mir folgen. Ich wollte eigentlich nur, dass die Bogenschützen, dass die Kavallerie und die Infanterie mir folgen. Aber gut. Neue Aufstellung, Männer. Guckt euch das an. Und Infanterie zum Angriff. So, let's go. Der hat echt nur Armbrustschützen, ne? Ich glaube, der will richtig tryharden, um seine Burg zu verteidigen. Oder besser gesagt, die letzten Burgen mit Bogenschützen. Aber nice, guck mal, Kavallerie kann auch zum Angriff, ne? Wäre gar nicht mal so schlecht. Oh Gott, der lässt hier wieder Frauen kämpfen, ne? Oh, wegen Infanterie ist tot. Nicht so geil. Nicht so geil. Und da hinten kommt schon wieder Verstärkung, ey. Zu krass. Alter, wurde einfach umgehauen. So, können wir gleich mal wieder neue Aufstellung machen. Wir machen das mal hier mit ein bisschen Taktik, ne? Man muss ja nicht immer hier, ne, draufhauen und so. Man kann hier mal auch Taktik raushauen. So, dann schießen wir auch mal ein bisschen. Ich treffe echt nie, Alter. Das sind so easy Targets, aber ich kann diese Range nicht ein. What
Fuck, jetzt sollte ich doch langsam mal. Ne, anscheinend nicht. Gut. Zum Angriff, zum Angriff, ne? Bogenschützen stehen wieder. Kavallerie und Infanterie töten. Okay, alle töten, aber wir werfen uns in den Kampf, um die Bogenschützen zu beschützen, ne? Weil die sind wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, der hat halt echt nur Armbrustschützen, der König. What the fuck? Der will tryhard-mäßig die Burgen verteidigen. Aber so eine Burg mit nur Armbrustschützen ist halt eigentlich uneinnehmbar. Dann noch so fünf Surgeons, die alles wegtanken am Anfang. An der Leiter. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn man mal überlegt. So. Dann haben wir die ersten 100 doch locker. Nice one, Jungs. Sehr schön. Was sind das für einer? Achso, das ist eine Frau. 164 haben wir sogar schon. Guck mal, dann ist das jetzt sogar die ultimative Machtposition, die wir gerade haben. Fällt mir gerade auf. Dann sind wir sogar schon von der Anzahl her gleich. So, guckt euch das... Oh Gott, ey. Ne, alle Mann bitte herkommen und dann machen wir das so. Wie ihr wisst, Leute, ne? Wie ihr wisst. Gibt nichts Besseres als ein Fluss. Und 10.000 Bogenschützen. Jetzt müssen die nur... Oh, die gehen aber viel zu weit nach links, ja. Die am besten wäre es, wenn die so mäßig hier lang kommen würden, ja, anstatt da hinten rum. Aber gut. Armbrustschützen werden schon ihren Job machen. Nein, es ist jetzt mal eine ganze Folge, wo wir gegen König kämpfen. Ich meine, ist eigentlich auch okay, oder? Sollte zumindest. So, hoffe ich mal, dass wir ein paar wegmachen, bevor die irgendwie hinter dem Berg verschwinden. Aber so viel Armbrustschützen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe, die gegnerischen Armbrustschützen treffen keinen. Das wäre relativ uncool. Jungs. Guck mal, die haben alle keine Schilde. Kann man doch locker ein paar wegmachen. Nö, anscheinend nicht. Jetzt sind sie weg. Guck mal, die hier können schon gar nicht mehr schießen, leider. Da hinten kommen sie wieder. Jungs, schießen. Ihr seht sie. Kommt, ihr wolltet. Alles klar, Gegner schießen, unsere Bogenschützen nicht. Doch, jetzt aber. Alles klar, was ist denn los mit euch, Jungs? Ich würde sagen, alle Mann 10 Schritte zurück. Damit wir diesen Flussvorteil noch ein bisschen mehr ausnutzen können. So, da haben wir doch schon endlich mal einen Kill. So, seht ihr, jetzt gehen sie erstmal durch den Fluss. Das verlangsamt die und die Bogenschützen können noch besser treffen. Von uns müsste eigentlich auch mal bald einer sterben, wenn ich ehrlich bin. Alles klar, Jungs. Wie wär's, wenn ihr jetzt doch mal einen töten würdet? Okay, jetzt geht's los. Ich meine, ich kann ja auch schon mal ein paar Faxen machen. Warum nicht? Kavallerie kann auch angreifen. Warum, wenn wir die Wave auch getötet haben, dann werde ich auch keine Taktik mehr machen, sonst wird die Folge einfach zu lang werden. Dann gehen wir einfach auf die Gegner drauf. Müssen wir uns doch selber durch den Fluss, aber gut. Passt schon. So, jetzt schicke ich auch mal alle zum Angriff. Damit wir hier eine schnelle Zerfickung stattfinden lassen können. So. Hier ist auch schon... Guck mal, die können auch perfekt fliehen, ja? Hier instant können sie fliehen, wenn sie wollen. Damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht. So, und da hinten kommen auch schon die Neuen. Aber trotzdem würde ich gerne zusammen gegen die Neuen in den Kampf ziehen. Gegen die neuen Feinde, die eingetroffen sind. Aber erst noch den da töten. Kommt, Jungs. Nice. Okay, alles klar, Jungs. Alle Mann mir nach. Nicht vor mich laufen, mir nach, bitte. Dankeschön. Wir wollen ja nicht, dass das wieder so ein 1 gegen 3000 wird. Alles klar, da sind sie sogar schon. Dann können wir eigentlich auch drauf gehen jetzt. Ich wollte meine Truppen nur ein bisschen zusammenhalten. Oh Gott, ey. Scheiß Schilde.
Aber es sind noch übelst wenige, ne? Wo ist denn der Rest? Ich habe gedacht, das spawnen jetzt mehr. Außer wir haben natürlich jetzt schon fast alle getötet. Oh, die Shavi ist wieder bewusstlos. Ist ja auch nicht anders zu erwarten, ne? Eigentlich wäre das dann gleich der perfekte Zeitpunkt, um die Burg zu erobern, jetzt wo der grüne Otto weg ist vom König. Ja, dann kommen auch schon neue Gegner. Ja, so 300 Mann weniger in so einer Burg machen schon was aus. Ja, ich glaube, wir können nächste Folge sogar. Ja, wir sollten eigentlich hier erobern können. Sollte kein Problem sein. So, jetzt alle Mann wieder zusammen. Oh, ich kann echt nicht von links schlagen, ne? Es geht einfach nicht. Oh Gott, ey, wie ich alles gemisst habe. What the fuck? So, jetzt aber. Eigentlich müsste ich mal gucken, ob ich aufnehme. Das wäre gar nicht so. Okay. It passt. It passt. So. Wäre gar nicht so dumm, ne? Gut. Ist das schon wieder der König, der hier ist, oder was? Den haben wir doch eben gerade erst bewusstlos gehauen. Letzte Schlacht. Was macht der denn schon wieder hier? So, und ich glaube, das waren auch nicht 152, die wir hier gerade töten. Oder getötet haben. Das heißt, es wird leider noch eine Schlacht geben. Und jawohl, ey, das ist einfach eine ganze Folge mit einer Schlacht. Krass. Na gut, vielleicht gefällt es euch ja. So, nice one. Seriös. So. Ne, da fehlen noch 16 Leute. Würde ich eigentlich tot cheaten? Alter, das Schlachtfeld sieht schön aus, aber der Berg fuckt mich ein bisschen ab. Ja, komm, die 16. Ja, können wir noch schnell machen, ne? Müssen ja nicht gleich jede Folge anfangen zu cheaten. Setzen wir mal eine Folge aus. So. Und ich muss darauf achten, dass ich, bevor wir die nächste Belagerung starten, mein Leben ein bisschen auffülle. Weil das wäre nämlich sonst ziemlich unvorteilhaft, wenn ich schon mit Hälfte meines Lebens anfangen würde zu belagern. Ja, dann sterbe ich ja instant. Ich meine, ihr kennt mich. Am Ende stehe ich sowieso wieder nur mit einem ganz kleinen Balken von Leben da und cheat mir dann full health und stehe dann einfach nur da, um euch die Schlacht zu zeigen. Nice von Jungs. So, komm mal. Dürfte noch einer sein, oder? Wo ist er? Naja, vorne sind sogar noch zwei. Ach Gott, Jungs, kommt schon, Reiter. Machtet. Oh, nochmal eins. Mal Brittensbogen schießen habe ich leider nicht, aber. Den mache ich, kein Problem für mich. So, Jungs, nice one. Haben wir den König zerstört. Und wir nehmen ihn gefangen. Und den haben wir befreit. Okay, alles klar. Warum nicht? Oh, wir haben leider keinen Platz mehr. Na gut, Leute, ohne Verluste sogar. Obwohl wir nicht den besten Trupp haben. Obwohl, der Trupp ist nicht schlecht, aber gut. Leute, ich würde sagen, ja, das war's wieder. Und wenn es euch wie immer gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann und ja, ciao.